Ah, was soll's. 49.000, jetzt habe ich wieder genug Geld. Ich werde trotzdem mal die Schulen einen Augenblick auslassen, bis ich mir noch ein Standbein über die nächste Recyclinganlage hier dieses Handelsdepot verschafft habe. So würde ich sagen. Und dann gehen wir mal direkt da rein. Ich weiß, das kostet jetzt wieder pro Stunde Geld. Weltmarkthandel. Achso, ja, später. Wir müssen erstmal Ressourcen. Wir machen hier natürlich Legierungen und Plastik natürlich wieder hin. Legierungen ein Lager. Noch ein Lager. Und Plastik. Versandlager. Dieses kleine Lagerhaus übernimmt Versandaufgaben für die lokale Industrie. Betriebe, die ihre Ware nicht ausliefern können, gehen unter Umständen bankrott. Ja, ist klar. So, das haben wir. Wir brauchen noch ein bisschen Plastik hier, damit wir es auch loswerden. Ja, da ist unser Limit erreicht. Dann bauen wir noch ein paar bisschen dahin, die das uns auch verkaufen. So, dann stellen wir noch ein Schild da auf, da oben. Zack, und dann können wir einfach hier wieder Fullspeed ins Chaos rennen. So, wenn die jetzt auch irgendwann mal fertig sind, die sind noch geschlossen, wenn die gleich aufmachen, dann werden die jetzt alles direkt von der Recyclinganlage gegenüber, direkt von hier aus annehmen können. Jetzt sind sie bei der Arbeit. Verkaufen. Verkaufen. Okay. Die haben jetzt sehr kurze Wege und dadurch werden wir jetzt noch schneller Gewinn schaffen können. Ihr werdet sehen, das wird funktionieren. Und das wird wunderbar. Die LKWs werden hier noch so hin und her fahren. Ah, es ist herrlich. Guck mal an, wie das Fett reinlädt ab und es geht richtig ab die Post. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Muss ich schon sagen. Ich werde jetzt die Schulen wieder einschalten. Das Gymnasium einschalten. Die Hochschule einschalten. Und die Grundschule, wo ist sie denn? Ja. Der zeigt mir nicht mehr an, wo ich bin hier. So, oh. Das Ding fängt wirklich an zu ruckeln mit der Zeit. Das ist echt Ressourcen auslassen. Das ist die Grundschule. So, einschalten. Da freuen sich die ganzen Leute wieder. Die können es wieder lernen. Es war nur kurzzeitig geschlossen. Da, so muss das sein. Ja, hier wird das Geld geschäftet. Hier war vorher Industrie. Jetzt wird hier Geld geschäftet. Die Industrie ist nur noch hier oben. Da arbeiten jetzt alle Leute, arbeiten hier oben. Was ist mit dir? Upgrade. Zu was? Upgrade auf Universität. Kostet nur 88.000. Was bringt uns denn dieses Update? Die Universität bietet der Bevölkerung die höchstrangige Ausbildung. Die Forschung verbessert die Technologien in der unterschiedlichsten höheren Schulen. Ja, erhöht die Technikstufe. Ja, okay, alles klar. Allgemeine Hochschule haben wir auch schon. Ja, Upgrade. Ich will es ja upgraden, aber das ist doch. Wie kann ich das denn jetzt upgraden? Upgrade. Ja, ich will es jetzt upgraden, aber ich habe doch jetzt hier. Upgrade, komm, klick mal an. Kann ich gar nicht, das ist noch nicht fertig. Ich kann ein Forschungsprojekt starten. Ich kann aber auch hoffentlich irgendwie hier so ein Wirtschaftsuni-Dings-Gedöns. Steigern Sie den Besuch durch Schüler und Studenten den wirtschaftlichen Profit in Ihrer gesamten Region. Oder lieber Jura oder lieber Medizin? Naturwissenschaftliche Uni. Da ist wohl kein Platz mehr hier. Die Uni ist fertig, da kann man nichts mehr ausbauen. Ich habe immer noch ein ziemlich starkes Müllproblem, glaube ich. Ja, die Lager sind voll einfach. Ich werde noch mehr Endlager, also hier diese, bauen müssen. Aber wie ich sehe, ist hier sowieso gerade was verlassen, oder? Was ist denn hier? Geschäftsbereich oder sowas, ne? Kann das sein? Ja, der Tower, der ist verlassen, der muss weg. So, schauen wir mal. Das ist hier, genau. Das kann, ja, das kann ich mal eben. Eigentlich kann ich das, genau das hier wegmachen. Und das hier auch. Generell hier das und das und das und das und das und das und das. Was ist das hier unten? Das ist eine Polizeiwache. Aber die Ausweisung kann trotzdem weg. Und jetzt machen wir einfach mal im Bau. Im Bau, am Arsch im Bau. Hier wird das jetzt abgerissen. Auch das hier. Einfach weg. Ist mir völlig egal. Ja, auch dieses große Hochhaus ist mir egal. Das muss jetzt weg. Und was ist das? Das ist Krankenhaus. Das darf stehen bleiben. Wäre irgendwie komisch, wenn ich das Krankenhaus abreißen würde. Ja, ich kenne unser Müllproblem. Das ist mir schon klar. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen
mehr Geld machen mit mehr, stellen Sie drei unterirdische Lager auf, unterschiedliche Lager auf. Bisher zwei. Was kriege ich dann? Handelszentrale, okay. Wir machen erstmal das Ding jetzt irgendwo hier hin, wo Platz ist. Hier ist nirgends ein Platz. Kommt einfach dahin. So. Jo, du brauchst jetzt noch irgendeinen Anbau von irgendwas Drittes, einfach nur damit. Wie wär's denn mit Metall? Komm, kriegst ein Metalllager. Ja, komm, das Gebäude da unten ist mir scheißegal. Und natürlich kriegst du auch noch Legierungen dabei. Die müssen eh mal weg und Plastik noch. Und dann bist du voll und dann kriegst du noch ein paar Büsschen dazu. Da einen hin. Und da einen hin. Und da einen hin. Und dann kriegst du noch ein Schild aufs Dach. So. Fantastisch. Dann gehen wir mal raus hier. Stellen wir gleich ein. Und dann bauen wir hier so ein Handelslager. Oh, das ist ja schon ein großer Tower, was auch immer der kann. Aber ich stelle den mal einfach hier auf. Und gucken wir das gleich mal an. Die sind noch geschlossen. Jetzt hoffe ich mal, dass sie jetzt gleich wieder aufmachen. Ah, jetzt haben sie auf. Okay. Das heißt, ich werde hier einfach sagen, tschüss für den Export. Tschüss für den Export. Und tschüss für den Export. So. Ich glaube, unsere beiden Recycling-Center, die produzieren einfach zu viel. Und was machst du? Du bist noch geschlossen, okay. Bestenliste brauchen wir nicht. Gucken wir mal rein, was wir da updaten können überhaupt. Oh, wir können da Tower of Doom rausmachen. Schild für Handelszentrale, yes. Braucht ganz schön Platz, ne? Kann ich das irgendwo hinstellen, wo es... hier unten brauche ich bestimmt noch irgendwie. Kann das nicht einfach oben drauf? Was bringt mir das Schild eigentlich? Gar nichts, ne? Egal, was kann denn die Handelszentrale? Geschlossen, nee, ich stelle noch ein paar Leute ein. Dann warten wir noch ein bisschen, bis sie aufmachen. Obwohl, updaten können wir jetzt eigentlich schon, ne? Ja, die müssen mehr Leute einstellen, hilft alles nichts. Was können die denn hier bauen? Was ist denn das hier? Elektronikabteilung. Metallabteilung 200.000. Rohölabteilung, alles klar. Wofür haben wir das überhaupt? Täglicher Gewinn durch Handel. 210 von 250.000. Was? Ja, dann. Von mir aus. Ich glaube, das zeigt ja, glaube ich, an. Das zeigt nur an, wie viel Gewinn ich eigentlich mache durch meinen ganzen Handel. Das ist ja nicht schlecht, glaube ich. So. Haben wir irgendwo Probleme? Bestimmt. Hier leuchtet nämlich schon wieder irgendwas rot. Müllprobleme immer noch. Weil hier das einfach voll ist. Ja. Ich habe ja schon wieder hier so ein Lager hingebaut. Die sollen das mal abholen. Irgendwie reicht das nicht. Ich muss, glaube ich, mehr von den Dingern bauen. Kann das sein? So, die verkaufen hoffentlich alles. Die auch und die auch. Sind alle auf Verkauf eingestellt. Akzeptieren tun sie das alles. Okay. Irgendwie wimmelt das nur noch von diesen Wertstoffwagen hier in meiner Stadt. Pro Tag gelehrte Wertstoffbehälter. 9.000 von 18.000. Also ich kann noch mehr Wertstoffbehälter lernen. Ich kann noch mehr Recycling-Center hinbauen einfach. Das würde nicht schaden. So. Ja. Sollen die Leute wohnen? Ne, sollen die eigentlich nicht. Ne? Wie sieht es denn abwässertechnisch hier eigentlich drunter aus? Alles verschmutzt. Nur hier wird es wieder ein bisschen blauer. Guck mal. Die Verschmutzung hört so ein bisschen auf, dadurch, dass ich die Industrie abgerissen habe. Aber hier unten ist natürlich jetzt alles Verschmutzt, wo die großen Häuser stehen. Wow! Ja, und wassermäßig bin ich jetzt auch nicht mehr so gut eingestellt. Wie sieht es denn hier hinten aus? Moment. Pumpstation, ja, das sehe ich, dass da eine Pumpstation ist. Ich werde mal das Abwasserding hier ein bisschen ausbauen müssen, einfach damit. Hallo, mache ich noch ein bisschen Geld mal zwischendurch? So, kann ich davon noch mehr bauen? Das muss einfach sein. Was mache ich da? Finanzproblem, Krisengedöns. Schule, hallo, tschüss. Bildung, weiter anklicken. Hallo und tschüss. Wo ist die Grundschule? Da, hallo und tschüss. Ach, jetzt habe ich wieder, jetzt genau in dem Moment kommt das Geld wieder rein. Na, wieder anmachen. Und auch dich wieder anmachen. Wie oft habe ich jetzt in den letzten Folgen hier einfach an- und ausgemacht? Ich weiß es gar nicht. So, guck mal hier, da ist wieder Geld geflossen. 100.000 habe ich schon wieder zusammen. Wie geil ist das, ne? Wie geil. So, ich muss mal irgendwie
Ich habe gar keinen Taschenrechner hier, fällt mir gerade auf. Das fällt mir gerade so auf. Fällt mir gerade auf. Ich muss mal ganz schnell, ihr werdet es verzeihen, ein bisschen rechnen. Und zwar einfach, beziehungsweise ich kann einfach hier so nebenbei schreiben. Ist klar. 13, 26, 39, ne? Danach kommt, wie viel? 52? Genau, 52. Dann kommt 105. Und dann kommt 18. 18. Das wäre in einer Minute. Was? Ja, ich werde jetzt aufhören. Ich habe jetzt auch. Vielleicht schaffe ich noch die 200.000. Ne, das glaube ich aber nicht. 200.000 Einwohner, wie krass. Ich habe vorhin die 100.000 gefeiert. Ich weiß es noch, als wäre es gerade eben gewesen. Für mich war es gerade eben. Okay. Ich weiß gar nicht, wo die alle wohnen. Echt, ey. Das sind, die hinten sind gar nicht mehr Hochhäuser geworden, ne? Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Einfach nur geil. Die Straßen sind ja auch bestimmt ausgelastet hier zwischen den. Obwohl, die haben ja überall Busse, die können ja Bus fahren. Ich weiß, ich sollte vielleicht mal Bahnschienen bauen. Vielleicht werden nächstes, die wollen noch mehr oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt auch mal hier runterschreiben, was ich als nächstes machen soll. Ich weiß, dass jetzt die letzte Folge ist natürlich ein bisschen doof, weil ich dann schon wieder was aufgenommen habe. Aber schreibt mir ruhig runter, was ich als nächstes machen soll. Ob ich mal wieder die anderen Städte besuchen soll. Vielleicht geht auch Razerz wieder. Ich weiß es nicht. Herrlich, aber wie die Stadt wächst. Ich glaube, 200.000 erreichen wir jetzt nicht mehr. Die Stunde ist jetzt auch gleich rum. Wir machen auf jeden Fall hiermit unser Geld jetzt. Das funktioniert. Wunderbar, auch wenn ich minus 5.000 mache, aber durch diese Wertstoffverkaufe geht alles wunderbar, das hätte ich mir vorher machen sollen. Wer braucht schon Industrie und so? Pff. Okay, wir haben nur noch dieses Müllproblem. Die Müllhalden sind voll. Irgendwo werde ich noch mal eine Müllhalde ausweisen müssen. Das aber beim nächsten Mal. Achso, ich wollte noch hier, genau, da wollte ich auf jeden Fall noch was machen. Das machen wir noch schnell. Einfach, weil ich schon die ganze Zeit darauf hingearbeitet habe. Was haben wir hier? Notfallzentrum. Ja komm, wir machen mal ein Notfallzentrum, das kann man immer gebrauchen. Direkt mal hier dran. So, damit erreicht, dann brauchen wir Patientenzimmerflügel. Kann man eigentlich theoretisch nur da hinten machen. Das geht leider nicht, weil da jetzt dieses Handelszentrum gebaut worden ist. Das ist natürlich doof. Habe ich irgendwie falsch geplant. Wir können aber hier noch, was ist das? Wellnesszentrum. Schickt einen Wellnesswagen zum Wohnhäusern der Stadt. Er hilft den Sims beim Putzen und entfernt dabei einige der Keime, die Krankheiten verursachen. Vorbeugen ist besser als nachsorgen. Okay, ja, dann bauen wir einen dahin. Warum auch nicht? Habe ich noch ein bisschen Geld, dann brauche ich direkt noch eins dahin. Das war es dann aber auch schon. Ja, Gesundheitsversorgung für Nachbarn verfügbar. Ich, mit diesem Update, dieser Großproblem im Gesundheitssystem, ja, ich weiß. Ich werde noch irgendwo noch ein Krankenhaus hinbauen müssen einfach. Werde ich aber noch einen Platz für finden. Das alles beim nächsten Mal. Also, mehr Gewinn durch irgendwas. Müllprobleme und Krankheitsprobleme werden wir beim nächsten Mal lösen. Ich denke, wir haben dieses Mal viel geschafft. Unser Geldproblem, was ja schon richtig uns Sorgen gemacht hat, haben wir durch die Recycling Center geschafft zu beseitigen. Zwei Recycling Center und drei Handelsposten. Außerdem haben wir unser Wasserproblem hier ziemlich gut in den Griff bekommen mit der Kläranlage und der Pumpstation in direkter Nachbarschaft. Ja, und ja, die anderen Probleme beim nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.